schönen guten Morgen zu einem neuen Vlog. Ihr habt ja mitgekriegt, oder viele wahrscheinlich von euch, dass Katze so ein Video gemacht hat zum Thema Abnehmen und wie viel er wiegt und wie belastend das alles sein kann. Und ich wollte euch dazu auch mal ein paar Worte sagen, so mehr auf mich bezogen. Es wird nochmal ein getrenntes Video geben mit Katze und mir, also ein gemeinsames Video geben mit Katze und mir zusammen. Aber auch ich will euch halt mein Gewicht nicht verheimlichen, denn das gehört einfach zu dem Abnehmen-Projekt dazu, zu dem Abnehmen-Duell. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle mich heute mal live mit euch morgens auf die Waage, damit wir wissen, oder ich weiß, wie der Stand der Dinge ist, weil er wird nicht schön sein. Error. Fängt schon gut an. Es ist nicht einfach, die Kamera gleichzeitig zu halten und dabei nicht die Balance zu verlieren. Ja, 165,3 Kilo. Das war mal vor gar nicht so langer Zeit deutlich weniger. Am Anfang, als ich mit Miri zusammengekommen bin, war ich, glaube ich, bei 130 oder so. Scheiße, muss da wieder viel weg. Ihr habt ja mitgekriegt, dass es in letzter Zeit ab und zu Probleme gab mit meiner Musik, dass das Mikrofon ein bisschen gerauscht hat und so. Und dafür habe ich etwas Neues gekauft. Das ist da drin. Und das packen wir jetzt mal aus. Hier wird das Spiel nach Schirm leuchten. Karton oder Karton. Oh, das ist mal größer als ich wollte. So. Räumt nachher einer meiner Mitarbeiter auf. So, das ist das neue Mischpult, was ich gekauft habe. Ich hoffe, das ist gut. Ich habe es noch nicht getestet. Die Tests sahen ganz gut aus. Hallo Mara. Hallo. Na du? Na? Guck mal, der hat eine Kamera. Ja, steckt die Nase rein. Schon okay für mich. Ja, nicht schnurren. Guck mal. Machst du mit beim Abnehmen-Duell? Wie nein? Wirklich nicht? Aber abnehmen, das ist super. Heute gehe ich das erste Mal in meinem Leben in eine Tapas-Bar. Wir haben da ein bisschen was mit meiner Mutter zu besprechen. Was werdet ihr vielleicht irgendwann noch sehen? Und ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, was man da bestellt, was man da isst. Keine Ahnung. Ich war da noch nie. Mal gucken, was es da so gibt. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen von Elbster. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich meine, Society ist ja jetzt gerade mal anderthalb, zwei Monate dabei. Und deswegen haben wir Merch machen lassen und Miri hat da ein bisschen was gebastelt. Und wir haben jetzt hier die ersten Sachen, ihr könnt die auch schon bestellen auf elbster.de. Und wir gucken mal, was die uns so zugeschickt haben zum Ausprobieren. Ich bin Society, eine Ich bin Society-Tasse. Nenn sie nicht für Katze. Miri! Was willst du mit der Tasse? Hier, möchtest du eine Tasse? Hier, bitteschön. Und was ist eine Tasse? Bist du auch Society? Piri ist eindeutig auch Society. Ich bin Society. Mara. Dann eine Einkaufstasche. Ah, sehr cool, dankeschön. Auch, natürlich auch mit dem Logo, ich bin Society. Das sieht auf schwarz auch eigentlich ziemlich gut aus. Schwarz auf weiß, ich bin Society. Aber es geht auch weiß auf schwarz, habt ihr ja gesehen. Weiß auf weiß. Nein, ist auch egal. Nein. Fies. Und dann haben wir noch natürlich ein Society-T-Shirt in der passenden Größe für mich. Mit einem kleinen Logo. Das gibt es halt mit einem kleinen Logo drauf oder einem großen Logo. Und ich ziehe mich mal schnell um. Sieht schick aus. Kann man rumlaufen mit. Also wenn es euch selber interessiert, ne, guckt einfach mal unten in den Link rein. Da findet ihr es. Den Shop. Ist sie hilfreich? Am I helping? Wie Katze immer sagt. Am I helping? Bist du ein Nervensäge? Hä? Das ist... Das Mara ist Society. Au! Kann du mir bitte meine Tasche wieder geben? Gibst du mir jetzt meine Tasche? Hey, Fräulein, gib mir meine Tasche. Ich muss doch den Kram wegräumen. Gib mir meine Tasche wieder. Hey, Pfoten raus. Danke. So Leute, das war's auch schon vom Vlog. Ich habe ja gesagt, ich kann nur das zeigen, was halt in meinem Leben Spannendes passiert, wenn ich den ganzen Abend nur aufnehme oder arbeiten bin. Da gibt es halt auch nicht so viel zu zeigen. Ich gebe mir Mühe, viel zu zeigen für euch.
Aber das klappt halt nicht immer. Ich hoffe trotzdem, euch hat der kleine Vlog gefallen. Und wie gesagt, ich will sowas ja jetzt öfters machen. Jedes Mal, wenn was Spannendes passiert, gibt es das auch zu sehen. Also, Dankeschön fürs dabei sein. Macht's gut, guckt die anderen Videos an und bleibt schön feurig. Tschüss!